Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier bei Pearl TV. Und es geht los mit dem Angebot des Tages. Es ist ganz schön kalt geworden und wir möchten nicht, dass unseren lieben Zuschauern kalt ist zu Hause. Und deswegen konzentrieren wir uns jetzt im Angebot des Tages darauf, dass es ihnen wieder mollig warm wird. Und der liebe Rainer ist mit mir im Studio. Ja, hallo, hallo. Jana. Hier ist ja auch eine tolle Atmosphäre. Ja. Da wird einem schon warm ums Herz. Das stimmt. Aber du hast vollkommen recht. Ich erinnere mich an die Sommersaison. Extrem heiß, Klimageräte nachgefragt, ohne Ende. Ja. Am Ende sind dann doch viele leer ausgegangen. Jetzt kehrt sich das Ganze ja um. Es wird bitterkalt, wird prognostiziert, dass wir einen sehr harten Winter bekommen. Da machen Heizelemente, Zusatzheizungen, Übergangsheizungen natürlich Sinn. Und da haben wir ein ganz tolles, bewährtes Produkt für Sie, Jana, hier vor uns schon auf dem Tisch stehen. Ja, fantastisch. Das sieht überhaupt nicht aus, wie man sich einen so Heizlüfter vorstellt. Normalerweise sind das so, ich entschuldige mich, hässliche, kleine, weiße Heizlüfter. Und hier haben wir ein richtiges Designergerät, Markenprodukt von Sichler. Genau. Fantastisch. Und in der Bedienung sehr komfortabel, sehr einfach. Bevor wir mal zeigen, also hier das LED-Display, Jana informiert uns über die voreingestellte Temperatur, wenn wir möchten. Ah. Wir haben hier verschiedene Modi, die wir einstellen können, weil dieses Element ist einerseits H-Heizer. Ja. Auf der anderen Seite ist es aber eben auch ein Ventilator, den wir benutzen können. Ja? Ein 2-in-1 also. Genau. Super. Schalt ihn noch mal ein. Das heißt, wenn ich mir den jetzt anschaffe, Rainer, dann kann ich den gar nicht nur im Winter nutzen, sondern auch im Sommer als Ventilator. Genau. Ganz schön ist auch, dass wir das klassisch fernbedienen können, das Gerät. Hier sehen wir es an einem Aufstellort. Im Sommer Ventilator, im Winter Zusatzheizung. Das Besondere ist hier, liebe Zuschauer, dass Sie ein Keramikheizelement verbaut haben. Wir alle kennen noch die Heizlüfter aus den 70er Jahren, Jana. Da waren solche Spiralen verbaut, die dann rot glühend wurden. Ja. Ein Ventilator dahinter gesetzt und dann wurde die Wärme verteilt. Diese Keramikheizlüfter sind um ein Vielfaches effektiver und sauberer. Hier werden 100% der Energie, die Sie über das Kabel dort hineinstecken, liebe Zuschauer, auch umgewandelt in Wärme. Das ist ganz wichtig, dass Elektroheizungen, die man immer mit Bedacht einsetzen sollte, eben einen sehr hohen Wirkungsgrad haben. Die ideale Übergangsheizung, die ideale ergänzende Heizung für zu Hause. Und jetzt hast du da sogar eine Fernbedienung in der Hand. Genau. Ich habe jetzt das Oszillieren eingeschaltet, weil ich bestimme für mich, ob er immer an einen Ort strahlen soll, weil ich dort meinen gemütlichen Fernsehsessel habe, liebe Zuschauer. Oder Sie lassen ihn oszillieren, also drehen. Das ist bei der Ventilatorfunktion sinnvoll, aber auch bei der Wärmefunktion, weil wir dann die Wärme, Jana, großflächig im Raum verteilen können. Gerade das ist schön, wenn man zum Beispiel auf der Couch liegt, dann möchte man ja nicht das ganze Zeit in eine Richtung geblasen haben, sondern die Wärme verteilt sich schön im Raum und dann wird es mollig warm. Ja, ganz genau. Jana, auch ganz wichtig ist, liebe Zuschauer, und deshalb bitte nicht erschrecken, ich bin erschrocken. Ja, ich kippe ihn um. Ja. Und was stellst du fest? Er ist sofort ausgegangen. Er ist sofort aus. Also ein hohes Maß an Sicherheit ist ja auch wichtig. Er funktioniert nur dann, wenn er auf einer ebenen, geraden Fläche steht. Sie brauchen also keine Sorge zu haben, dass Sie sich da eine Quelle ins Haus holen, die unter Umständen noch Schaden anrichtet. Ja. Ne, da passiert garantiert nichts. Da hat man immer ganz arg Angst bei Heizlüftern, weil man das eben kennt von Erzählungen oder auch aus den Nachrichten, dass ein Heizlüfter umgekippt ist und dann der Teppich angefangen hat zu brennen. Das kann hier definitiv nicht passieren. Ja. Jeden Befehl, Jana, haben wir gerade gehört, den du über die komfortable Fernbedienung gibst, quittiert er mit einem kleinen Bestätigungston. Das heißt, die Bedienung bequem vom Sofa aus ist hier möglich. Ich kann das Oszillieren an- oder abschalten. Jetzt steht unser Gerät hier im Studio wieder still. Dort sehen wir die vorgewählte Temperatur, 22 Grad. Jeder hat da seine eigene Wohlfühltemperatur. Hier ist auch ein Thermostat verbaut, das dann eben den Heizlüfter in seiner Funktion, liebe Zuschauer, abschaltet, wenn die gewünschte Raumtemperatur, die Sie frei wählen können, voreingestellt
erreicht ist. Fantastisch. Das heißt, es wird nicht heißer, sondern es bleibt auf dieser angenehmen Temperatur. Das spart Kosten. Ja, ja, weil stimmt, ich muss nicht zusätzlich heizen. Ne? Also die Temperatureinstellung nehmen Sie komfortabel entweder über die mitgelieferte Fernbedienung vor oder eben vorne an diesem schönen, überschaulichen Bedienfeld. Da sehen Sie, können Sie dazu oder wieder abnehmende Temperatur einstellen. So haben Sie die Möglichkeit, Ihre individuelle Wohlfühltemperatur voreinzustellen. Und es ist einfach so wunderschön. Ich habe Ihnen ja gerade schon erzählt, dass die Heizlüfter normalerweise nicht so schön aussehen. Und die möchte man dann auch nicht in seiner Wohnung stehen haben, weil die einfach das Bild zerstören. Mit diesem wunderschönen Design-Heizlüfter von Sichler Haushaltsgeräte liegen Sie da absolut sicher. Und das ist ein Blickfang und kein Störfaktor im Bild. Das schöne Turmdesign, Jana, das gefällt mir besonders. Er hat eine extrem kleine Aufstellfläche. Das heißt, er hat, liebe Zuschauer, nimmt sehr, sehr wenig Platz weg. Die Bestellnummer möchte ich Ihnen noch kurz sagen. Die NC5460569 für den tollen, hohen Heizlüfter. Und jetzt sind wir noch bei Heizlüfter? Nee, wir sind jetzt bei einem wunderschönen Kamin. Wir haben einen Kamin? Ja, genau. Wow. Leider sind viele Wohnungsbesitzer, Bewohner nicht in der Lage, einen Schornstein zu haben, einen Holzkamin aufzustellen. Sicherlich auch schwer, wenn im 18. Stockwerk eines Hochhauses jemand wohnt, dort einen echten Kamin anzuschließen. Und da gibt es Kamine, Elektrokamine, die vom Design her hier diese wunderbar gewölbte Scheibe. Und schau dir dieses Bild an, Wahnsinn, Jana. Ich liebe Feuer. Ich kann stundenlang in Feuer reinschauen. Ich habe noch nicht ergründet, obwohl ich das unheimlich mag, dieses Modell, wie dieser nahezu echt aussehende Flammenschein da hinten produziert oder projiziert wird. Da ist so eine Gaze untergebracht und dann wird über Lichter eben dieses Flammenbild erreicht. Aber das so täuschend echt zu machen, da finde ich einfach nur fantastisch. Und das ist ein absolutes Designerstück. Carlo Milano, liebe Zuschauer, Sie kennen das bestimmt schon. Der steht bei uns einfach für dieses wunderschöne Design. Und wenn Sie das in Ihrem Wohnzimmer stehen haben, schauen Sie sich mal ein bisschen um, nach rechts, nach links. Da finden Sie ganz sicher einen wunderschönen Platz und dann haben Sie Ihren eigenen Kamin im Wohnzimmer stehen. Was ich jetzt, was ich eben jetzt noch sehr wichtig finde, das ist nicht nur ein Stück, das Ihre Wohnung ein wenig verschönert, sondern er hat auch einen echten praktischen Nutzen. Hier unten, Jana, fühl ruhig mal bitte, hier unten ist auch eine Heizung eingebaut. Also Also hier wird zwar nicht über dieses Feuer, sondern über den Lüfter, der unten drin sitzt, das Heizelement, das ich in zwei Stufen schalten kann, bis zu 1800 Watt, eben auch die Heizfunktion angeboten. Also hier unten kommt Wärme raus, aber hier darf man dran fassen. Hier ist überhaupt nicht warm. Ja, genau. Die Täuschung ist perfekt. Absolut. Ganz einfach, hier auf der Rückseite befinden sich drei Schalter. Ja, ich drehe es einfach mal kurz um, nur dass die Zuschauer sehen, dass es absolut unkompliziert ist, mit diesem Gerät umzugehen. Ja. Jetzt wird mir ganz schön warm, also mache ich erstmal die Heizstufe. Ich würde gerne in meine Richtung drehen. Genau. Also mache ich erstmal die Heizstufe aus. Ich habe hier die Heizstufe 1, etwa 850 Watt, die Heizstufe 2 bis zu 1800 Watt. Und hier wird das Feuer dazu oder ausgeschaltet. Ja. Das heißt, hier kann ich eben separat wählen. Ich möchte nur das schöne Flammenmeer. Ich kann wählen Stufe 1, 850, Stufe 2, 1800 Watt. Dann ist es auch eine schöne Zusatzheizung. Ich denke jetzt so an die Nähzimmerchen, an das Lesezimmer, wo ich gemütlich im Sessel sitze, wo ich gerade in der Übergangszeit einfach auch diese Heizfunktion lieben werde. Ja, und Rainer, ein echter Kamin zu haben, das kann man sich ja gar nicht leisten, selbst wenn man es haben dürfte. Die sind so, so teuer. Und hier hat man dieses wahnsinnig
echte Kaminfeeling und das zu einem Preis von 123,41 €. Das ist der absolute Hammer. Das Schöne ist, meine Nachbarn sagen immer, ich selber auch, Holz machen, die Schlepperei, der Schmutz, der Dreck, der damit verbunden ist. All diese Dinge, das ist sicherlich ein Vorteil, die haben wir eben nicht. Ja. Hier haben wir auf Knopfdruck den Kamin angeschaltet oder ausgeschaltet und haben ein wunderschönes Wohlfühlambiente, haben einfach ein schönes Designerstück vom Carlo Milano designt, das wir uns in die Wohnung stellen können. Absolut unkompliziert in der Benutzung, nur 3 Tasten, die ich bediene. Ja, was soll das Herz mehr. Absolut. Und wenn ich hier diese Taste einschalte und hier die warme Luft kommt, dann kommt die sofort. Also nicht so wie bei Heizungen, wo man dann eine Weile warten muss, sondern man hat sofort diese mollige Wärme deswegen im Wohnzimmer. Viele sagen, Jana, Elektroheizungen wären unrentabel, liebe Zuschauer. Das stimmt nicht ganz, weil insbesondere in der Übergangszeit, insbesondere dann, wenn ich kurzfristig schnell Wärme brauche, wenn die Trägheit der Heizungsanlage nicht ausreicht. Und hier bei uns im Breisgau, Jana, hatten wir in den letzten Tagen im Mitte November 17 Grad. Da brauche ich meine Hauptheizung im Haus kaum. Da brauche ich höchstens abends einen Übergangsheizer. Ja, weil abends wird es dann plötzlich kalt. Genau. Ne? Und wenn das Ganze dann noch verbunden ist mit diesem wunderbaren Kaminfeuer, der Kollege Ralf würde jetzt sagen, das Bärenfell davor. Genau, das Bärenfell. Eine schöne kuschelige Wärme. Ich lese mal ein Buch, lege mich ein bisschen näher an den Kamin heran. Das hat eben auch was für sich. Und das macht einfach dieses wohlige Gefühl, wenn ein Feuer brennt, dann bekommt man sofort dieses Gefühl von, ich bin zufrieden, ich entspanne mich, ich fühle mich einfach wohl zu Hause. Dieses Flammenspiel, Jana, liebe Zuschauer, hat die Menschheit schon von jeher fasziniert. Ja. Sie waren bisher nicht in der Lage, sich so etwas nach Hause zu holen. Sie durften nicht, weil sie keinen Anschluss haben für den Kamin. Sie wollten nicht, weil sie die Arbeit und den Schmutz scheuen. Hier haben sie die Möglichkeit, sich dieses faszinierende, bezaubernde Flammenspiel sehr günstig nach Hause zu holen. Absolut. 123,41 €, liebe Zuschauer. Carlo Milano, ich sage es nochmal, wahnsinnig. Ein Designerstück, wunderschön. Mit der NC5792 und der 569 bekommen Sie dieses fantastische Gerät zu sich nach Hause. Und ich glaube, ich würde den ganzen Tag das Feuer anlassen. Ja, man scheut sich wirklich aufgrund dieser sehr realistischen Darstellung an die Scheibe zu fassen. Aber keine Sorge, auch da, wo kleine Kinder im Haus sind, ist das total unproblematisch. Hier ist kein echtes Feuer, obwohl das hier aussieht wie glühende Kohle. Obwohl das Flammenspiel aussieht, als würde ich mir die Finger verbrennen, wenn ich an die Scheibe fasse. Ich mag's, ich find's einfach fantastisch. Ein tolles Dekorationselement mit zusätzlichem praktischen Nutzen dank der 2 Heizstufen, eben auch die perfekte Übergangsheizung. Und das macht auch so das Wert zu diesem Raum auf, weil ein Kamin hat schon ein bisschen was mit Luxus zu tun. Ne? Nicht jeder hat einen Kamin. Ja. Und mit diesem wunderschönen Designer-Elektrokamin können Sie sich diesen Luxus nach Hause holen, liebe Zuschauer. Seien Sie schnell, denn wir wissen, jetzt, wo es kalt wird, fangen dann alle an, drüber nachzudenken. Ja, ja. Ne? Und da muss man dann ganz schön schnell sein, wenn es so besondere Geräte gibt. Wichtig finde ich auch, liebe Zuschauer, Jana, dass hier so ein Designstück nach Hause kommt. Also ich gebe zu, ich habe Elektrokamine früher kitschig gefunden. Ja? Ja. Wenn ich mir dieses Teil hier anschaue, diese wirklich sehr, sehr saubere Verarbeitung, dieses tolle Design, diese halbrunde Form. Ist das ein Möbelstück, das sich überall integriert, zu neuen Möbeln, zu alten Möbeln? Dank dieser faszinierend ausschauenden Flammen habe ich keine Gefahr, kann ihn überall im Raum platzieren. Brauche nichts zu beachten, weiter weg von der Sitzecke, vom Sofa oder näher heran. Hier kann nichts passieren. Eine sichere, saubere, stilvolle Variante, um romantische Stimmung zu erzeugen. Ja.
romantische Stimmung, das finde ich ganz, ganz wichtig im Winter. Und das bekommen Sie hier mit diesem fantastischen Elektrokamin von Carlo Milano mit der NC5792 und der 569 für nur 123,41 €. Original hier 200 € hat der gekostet. Ne? Ja. Seien Sie da schnell, rufen Sie gleich an in unserem Callcenter unter der 0180 51 51 und 3x2 und bestellen Sie unser Angebot des Tages und dann ganz, ganz viel Spaß damit, ganz viele romantische Stunden vor dem Feuer. Danke, ja, dass du dabei warst, Rainer. Sehr gerne.